Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video zur Western Digital My Cloud X 4. Heute wollen wir mal den direkten Vergleich mit der Western Digital My Cloud X 2 wagen. Bereits auf den ersten Blick fällt auf, dass sich natürlich zwischen der 2er Version und der 4er Version der Formfaktor geändert hat, was natürlich daran liegt, dass ich hier in der 2er Version Platz für 2 Festplatten habe und in der 4er Version für 4 Festplatten. Dadurch, ich kann das mal kurz vergleichen, gibt es auch einen deutlichen Größenunterschied, der aber nicht, wie man annehmen könnte, zu einer Verdopplung der Breite führt, aber auf alle Fälle auch zu einer Verlängerung nach hinten. Des Weiteren ist die MyCloud X4 auch höher als die MyCloud X2, also insgesamt doch eine deutliche Größenzunahme. Man muss hier also ein bisschen mehr Platz einplanen im Vergleich zur kleinen Version. Als nächstes fällt natürlich auch das unterschiedliche Design aus. Auf, während wir hier ein relativ modern angelegtes Design haben mit runden, mit einer abgerundeten Front und was quasi von vorne bis hinten wie aus einem Guss aussieht, wenn auch aus Plastik. Hier hinten sieht man dann, dass es nicht mehr ganz so rund ist, aber insgesamt überall eher runde Ecken, eher etwas weicher von den Kurven. Und die MyCloud X4 kommt dann, naja, sehr wie ein dicker, fetter Klotz her und sieht nicht mehr ganz so nett aus wie die MyCloud X2. Also was das Design betrifft, würde ich deutlich zur MyCloud X2 tendieren. Wobei natürlich bei einem NAS-Speicher das Design wahrscheinlich nicht das Wichtigste ist. Der nächste Unterschied, den man auch gut von vorne sehen kann, ist das Display, welches bei der MyCloud X2 4 mit dabei ist und welches die 2 generell gar nicht besitzt. Auch die Ausstattung beider NAS-Speicher kann unterschiedlich sein. So ist die MyCloud X2 entweder in der Leerversion oder mit 4, 6 oder 8 Terabyte zu haben. Die MyCloud X4 gibt es wiederum in der Leerversion oder mit 8, 12 oder 16 Terabyte. Auch bei der MyCloud X2 sind es Terabyte und nicht Gigabyte. Und dann haben wir auch eine unterschiedliche Ausstattung, was den Prozessor betrifft. Hier haben wir einen 1,2 GHz getakteten Prozessor und hier einen Prozessor mit 2 GHz Taktung. Beide Geräte kommen mit einem RAM von 512 MB. Das ist leider nicht sehr viel und ich denke auch, das ist der Flaschenhals, die Kombination aus Prozessor und Arbeitsspeicher bei beiden Geräten. Natürlich sollte die MyCloud X4 insgesamt leicht performanter sein als die MyCloud X2. Wenn wir uns nun die Anschlüsse mal im Vergleich ansehen, so sehen wir hier, dass wir bei der MyCloud X2 zwei USB-Anschlüsse haben, bei der MyCloud X4 ebenso zwei. Dann bei allen weiteren Anschlüssen, also bei dem Netzanschluss und bei dem Netzwerkanschluss, ist die MyCloud X4 redundant, besitzt also zwei Anschlüsse, während die MyCloud X2 nur einen Anschluss besitzt. So, beide Geräte unterscheiden sich natürlich, aber das ergibt sich ein bisschen auch aufgrund der Ausstattung deutlich im Gewicht und in noch weiteren Funktionen. Da ist zum Beispiel die Verwendung unterschiedlicher RAID-Modi zu beachten. Also während die MyCloud X2 den RAID 0, 1, JBOD und Spanning anbietet, bietet die MyCloud X4 RAID 0, 1, 5, 10 JBOD und Spanning an. Also hier dann doch noch ein bisschen
mehr Vielfalt im Vergleich zur MyCloud X2. Insbesondere interessant bei der MyCloud X4, und das wird auch der RAID-Format sein, den ich als erstes versuche, ist natürlich RAID 5. Da bin ich schon sehr gespannt, wie gut die Leistung insgesamt sein wird. Ansonsten kommen beide Geräte mit einer relativ ähnlichen Ausstattung, was Apps betrifft und was die Verwendung mit PCs oder Macs betrifft. Bei beiden Geräten liegt die Western Digital Smartware Pro Software für insgesamt 10 Benutzer mit bei, die es mir ermöglicht, meine Daten automatisch zu sichern, wenn ich das möchte. Und für Mac-Rechner kann ich die Time Machine benutzen, um meine Daten auf dem NAS zu speichern. Ja, insgesamt bin ich mal sehr gespannt, wie sich die MyCloud X4, was die Leistung betrifft, schlagen wird. Denn mal so im Vergleich, eine Synology NAS, zum Beispiel die 214 Play, also die Synology DS 214 Play, kommt mit einem Dual-Core-Prozessor mit 1,6 GHz und einem Arbeitsspeicher im RAM von 1 Gigabyte, also doppelt so viel. Da sieht man schon ganz schnell, dass Western Digital vielleicht noch nicht, sagen wir mal, in dem Gerät die beste Technik verbaut hat, die man vielleicht im Anfängerbereich vielleicht nicht, aber im Pro-Consumer-Bereich erwarten könnte oder sich wünschen würde. Sicherlich ist aber auch die Ausstattung der Synology im Vergleich jetzt nicht weltbewegend. So, das war ein kleiner Überblick und ein kleiner Vergleich zwischen den zwei Schwesternmodellen. Wem das Video gefallen hat, darf gerne einmal den Daumen nach oben drücken. Wer Anregungen hat, der kann die gerne unten in den Kommentaren schreiben, Fragen natürlich auch. Und ansonsten noch allen einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.